Auf dieser Welt noch ein anderes Erdmännchen gibt, das so müde ist wie ich. Ja. Was? Echt? Wer denn? Na, ich. Ich bin genau so müde. Alle Augen zugemacht, wir schlafen jetzt die ganze Nacht. Henry? Henry? Henry! Mama, Mama, was ist denn? Was? Ich sagte, Mama, Mama, was ist denn? Wasser ist nass? Was? Was? Das Geräusch! Warum schreist du denn so? Na, das Geräusch, was war das? Keine Ahnung, was das war. Ich weiß! Eine Ziege. Eine Ziege macht Mäh und nicht... Das stimmt. Aber diese Ziege sitzt ja auch auf dem Mond. Und wieso ist das so laut? Na, das ist eine Gewitterziege. Und die macht ja bekanntlich Gewitter. Und dafür scheppert sie mit ganz viel Gerümpel. Aha. Ja, damit man das hier auf der Erde hören kann. Und sie muss so richtig Krach machen. Wo kommt es her? Das Geräusch. Vielleicht von da? Oder von dort? Von diesem Ort? So ein Quatsch. Da bei dir? Ah, es kommt von hier. Wir sind ja wirklich auf dem Mond. Das stimmt aber irgendwas nicht. Auf dem Mond ist man doch normalerweise ganz leicht und schwebt. Also ich schweb nicht. Ich auch nicht. Hey, ihr beiden. Die Gewitterziege. Gewitter was? Was macht ihr denn hier? Ein Mann auf dem Mond. Wieso denn Mond? Naja, wir sind doch hier... guck mal, Jan, das ist ja bloß ein Plakat. Ach so? Ja, aber wenn wir nicht auf dem Mond sind, wo sind wir denn dann? Na, auf einer Kegelbahn. Na, das habe ich mir ja gleich gedacht. Und hier mit der Kugel versuche ich gleich, die Kegel da hinten umzukegeln. Passt auf. Da! Das ist ja das Geräusch! Also keine Gewitterziege. Was für eine Ziege? Ach, egal. Aber wenn ihr hier rumsteht, dann ist das ein bisschen gefährlich. Oh, wir stehen ja hier auch nur aus Versehen. Wir würden auch gerne kegeln. Kegeln. Ich zeig euch, wie das geht. Oh ja! Schau mal, das hier ist die Kugel. Mhm. Die nimmst du in die Hände. Ja, so. Und dann mit Schwung auf die Bahn. Okay, und los geht's. Kegeln ist wirklich toll. Aber es macht einen so müde, dass man nicht mal mehr zu Ende reden kann. Ja, ja. Trotzdem wüsste ich zu gerne, ob es nicht doch eine Gewitterziege gibt. Weil irgendwo muss das Gewitter doch herkommen. Oder, Jan? Was meinst du? Jan? Jan? Schläft schon. Dann muss ich ihn wohl morgen fragen.